Ja, eigentlich sind wir Nomaden, würde ich im Moment sagen. Ich habe nie länger als ein Jahr, glaube ich, oder 1,5 Jahre an einem Ort gewohnt. Man braucht immer so eine Anlaufzeit, um quasi wieder ein Stück Heimat aufzubauen. Also nicht mehr den neuen Raum als neuen Raum zu empfinden, sondern wieder die eigene Arbeit darin nur zu sehen und das eigene kleine Leben auf die Reihe zu kriegen. Also ich spüre, glaube ich, eine unglaubliche Dankbarkeit für mein Leben, weil es sehr auf und ab war. Und es auch vielleicht ungewöhnliche Momente gab. Und irgendwie möchte ich mich dafür erkenntlich zeigen, wenn ich schreibe. Es ist eigentlich immer auch ein Dank, wenn ich schreibe. Klavier gespielt aber ich fand es grausam, auf der Bühne zu sein. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich mein Leben Musik machen, ohne auf der Bühne zu sein? Und das geht an der Orgel und am Papier. Und am Anfang mochte ich die Orgel auch gar nicht. Das ist ein grausames Monster. Aber wenn man das Monster kennenlernt, dann ist es ein unglaublich vielschichtiges, konträres, sensibles, tolles Instrument, was auch niemandem gehört. Also man kommt ja immer zur Orgel. Es ist nicht wie eine Geige, die man mit sich bringt und die man besitzt. Man geht immer wieder ein neues Biest kennenlernen, wenn man an die Orgel geht. Also das Schönste an der Orgel ist eigentlich auch nicht unten zuzuhören, sondern in der Orgel drinne. Weil dann hört man das ganze Atmen, also die Luftpumpe, den Herzschlag quasi und dann die Gliedmaßen, die hin und her klackern. Das ist eigentlich der schönste Ort in der Orgel. Eigentlich müsste man Konzerte in der Orgel machen. Ja, das ist die Ursprungsidee, dass man das Instrument von innen hört. Also das, was das Instrument in der Regel hört, sollte es lebendig sein. Und das kann auf so vielen verschiedenen Ebenen passieren und dadurch können Gegensätze gleichzeitig existieren. Und was ich empfinde, so im wahren Leben nicht so oft vorkommt, dass man vieles auf einmal erlebt oder in einem Moment erleben darf. Und das ist, was mich in der Musik interessiert. Mein Lehrer hat es immer gesagt, das ist aber arg homöopathisch. Aber ich glaube, das macht am Ende ein gutes Stück aus, oder nicht? Also, dass man während des Schreibens was durchbricht, erlebt, wagt. Und das muss gar nicht jetzt für einen anderen Komponisten was Gewagtes sein, sondern tatsächlich nur für mich. Der Konzertsaal ist irgendwie ein spannendes Phänomen, weil es ist so
wie so eine Parallelwelt. Da sind dann quasi schon drei Zeitfelder aufgemacht. Also dieser kleine Raum, die Stunde Konzert, dann daneben das normale Leben, was man normalerweise hat, und dann aber quasi das Jenseits, in das man eigentlich eintreten möchte. Und dann gibt es natürlich in jedem Menschen noch das Zukünftige, das Vergangene und das Mögliche und Unsichtbare. Und alle diese Facetten in einem Moment wahrzunehmen, das wünsche ich mir.